Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Der erste Part, seitdem mein Computer wieder vollständig hergestellt wurde und der erste, der auch wieder ohne Probleme laufen wird, da es schließlich endlich wieder keine Fehler mehr geben wird, hoffe ich. Zumindest. Aber ihr wisst ja, wie meine Gerätschaften gern mal sind, aber mit einem frisch gekleinten Computer dürfte alles kein Problem mehr sein. Ja, was alles passiert ist, könnt ihr aus meinem Pokémon-Part entnehmen, welchen ich random gedreht habe, wo ich Hopplus gezüchtet habe. Ansonsten machen wir einfach jetzt mal das Abenteuer. Autsch. Ansonsten machen wir jetzt einfach mal das Abenteuer so weiter, wie wir es gerne wollen. Und suchen unter anderem auch die letzten Münzen, die wir uns finden wollen. Und zwar haben wir insgesamt... Warte mal. Falsch. Hier. Und wo ist die Liste? Die ist hier. Wir brauchen noch 12 Münzen. Und die Frage ist... Was war das denn? Egal, irgendwie habe ich mich gerettet. Okay. Wir werden einfach die letzten Monde und Sterne suchen. Gucken einfach mal auf der Map, ob hier irgendwas ist. Es sagt zum Beispiel hier auf dem Berg ist was. Vulkanhöhle, Eingang. Kann man nur denken, dass da irgendwo was... Es sagt, es ist hier. Ist es hier drin? Wenn, dann muss ich was übersehen haben. Au. Fängt er wieder toll an. Na egal. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Jedenfalls kann ich hier nichts entdecken, was schreien würde. Oh, da ist doch irgendwas. Also kann es hier schon mal hier außen nicht sein. Ah! Moment, rollender Mais? Na gut, er führt hier hin, aber trotzdem rollender Mais. Vielleicht ist das ja ein Hinweis auf irgendwas. Wir müssen ja damit fertig werden. Und ich muss mich bei euch entschuldigen. Wir haben nämlich bei unserem letzten Part, den wir richtig aufnehmen konnten, eine Schneewelt angefangen und waren damit plötzlich fertig. Der Grund ist, ich konnte die Parts, die ich vorher kodiert habe, nicht mehr machen. Das war so scheiße. Und das tut mir leid, deswegen will ich mich auch entschuldigen. Wie gesagt, ich will mich bei euch entschuldigen dafür, dass ich es nicht geschafft habe, diese Parts hochzuladen. Als ob dieser Inneport, der sich nicht richtig übertragen hat, schon ein Fehler genug wäre. Ist es im Grunde auch, aber trotzdem. Oh, da ist er. Jetzt muss ich da hoch. So, und genau deswegen gibt es diese Parts jetzt auch nicht. Leider. Aber ich kann euch erzählen, was da passiert ist. Eigentlich nichts Besonderes. Wir gucken auf der Map und sehen hier vor allem... hier. Wir gehen ins Polarland und sehen hier, wir haben hier wirklich alles, was wir in der Hauptstory machen können. Auch die Polarkunst. Haben wir alles abgehakt. Wir haben alle Münzen. Wir haben... Obwohl das hier sagt, es gibt 37 Sterne, 37 Monde hier zu holen. Ja, aber den größten Teil haben wir fast alles, ja. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher, bevor wir Bowser herausfordern. Nochmal durch alle Länder, um mal zu gucken, ob hier irgendwo noch Aufgaben auf uns sind. Mehr können wir eigentlich nicht machen. Aha! Dankeschön. So, das war das. Hier sind zwei. Ich sag, die sind zwei neben den Shop.
Und neben den Shop dürfte hier sein, oder? Oh, ich sehe gar Münzen. Ah, das ist falsch. Aber hier sind Münzen. Die habe ich noch gar nicht. So, wieder einer mehr. Den habe ich letztens schon gesammelt. Den Part, ab dem Part, wo ich hier angekommen bin, da geht es auch weiter. Auch wenn es hier so einen klitzekleinen Fehler gab, der mich zumindest, glaube ich, sogar um den Endgegner gebracht hat. Aber, naja, wollen wir den jetzt nicht mehr länger nachtrauern, auch wenn es scheiße ist, wisst ihr ja. Hier waren wir noch nicht drin. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Oh hey, du hast die richtigen Klamotten an und die richtige Kopfbedeckung auf. Komm mal. So, mal gucken. Aha, ich erinnere mich daran. Hier gibt es zwei Monde zu holen. Geh ich mal in den Topf. Are you kidding me? Das war's? Einfach nur in den Topf rein? Das habe ich mir schwerer vorgestellt. Aber ich glaube, das wird's noch. Vor allem mit den rollenden Tomaten hier. Das Gute ist, die Tomaten bieten dir Lavafläche, wo du stehen kannst. Das war's aber auch. Ah, da hinten. Oh, warte mal. Ich schau's da hoch. Aho. Das habe ich mir schwerer vorgestellt. Oh nein. Jetzt komme ich da nicht hoch. Scheiße. Mist. Nein. Nein. Au. Muss ich was ausprobieren. Au. Na gut, so probiert man das am besten nicht aus. Naja. Aber... Nee, mit dir kann man nichts machen. Okay. Dann gehen wir erstmal jetzt hier weiter. Machen das noch mal. Oh Mann! Ah. Ich wollte schon aussagen, aber. Aus irgendeinem Grund habe ich überlebt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es überlebt. Wurdest du getötet? Leider ja. Aber ich habe es überlebt. So, nochmal in den Topf hinein. So, diesmal passiert es mir nicht. Und hüpf. Haha! So, das waren die zwei. Ich habe nicht geguckt, ob es hier Münzen gibt. Und genau die hätte es gegeben haben können. Na egal. Wir werden sowieso gleich nochmal im Internet nachgucken, wo es Stellen gibt, die ich übersehen habe. Wenn ich damit überfragt bin. Nur wenn ich damit überfragt bin, muss ich betonen. Denn man will ja nicht einfach so aus Faulheit Internet benutzen. So macht man das eigentlich nicht. Das wissen die meisten allerdings nicht. Deswegen benutze ich das Internet wirklich nur, wenn es nötig ist. Was ist denn für eine Tür? Hallo? Oh, eine geheime Schatzkammer. Geil. Die Schatztruhe im Gemüse. Das muss das Gemüselager sein. So, wie sieht's weiter hinaus? Hier hinten gibt's zwei. Das wäre laut dem Plan hier. Wenn ich jetzt dahin gucke, sehe ich so eine kleine grüne Insel. Wihi. Okay, das wird wehtun. Und tot.
Das war falsch. Das war definitiv falsch. Oder ich bin es falsch angegangen. Eins von beiden. Ich kann auf jeden Fall sagen. Warte mal. Ich weiß, wie ich das, glaube ich, tun muss. Einmal. Ich war es auf Impossible Jump Niveau. Nein! So viel zum Thema Impossible Jump Niveau. Ach. So, ich habe mit dem Weitsprung aber besser geschafft als damit, ja. Aber vielleicht schaffe ich es ja doch. Ich muss nur. Mario, guck nach vorne. Jo! Geht doch. Okay, dann geht es hier rein. Eine ohne Mützenquest. Wie ich ohne Mützenquests hasse. Oh nein, nicht das. Verschont mich doch bitte damit. Da bin ich schon extra. Da bin ich schon extra ausgerastet letztes Mal beim letzten Gameplay. Wow. Weil das immer wieder so kacke ist hier. Das Einzige, was ich machen kann, ist das hier. Oh ja, ich glaube, das hat was damit zu tun. Oh, jetzt lass mich doch mal rein. Anhängen. Nein! Oh, das war knapp. Auffüllen bitte. Oh Gott. Aber hier gibt es Münzen. Das ist cool. Nicht cool. Es ist eine Höllenqual, die man hier durchlädt. Oh Gott, jetzt muss ich warten, bis die Münzen wiederkommen oder was? Und rüber. Abse. Nein! Nein! Oh, genau deswegen hasse ich die Stelle. Man kann da so scheiße springen, ey. Ah, die Münzen habe ich. Die habe ich wenigstens. Wah! Wah! Oh. Au! Nein! Ich hasse die Stelle, ey. Weil sie sich immer im falschen Moment drehen, ja. Als ob das jetzt passiert ist, ey. Ich dass jedes Mal bei Konzentration irgendwas bei mir jucken muss, ey. Wow! Ich glaube, ich bin unkonzentriert. Okay, jetzt aber. Oh mein Gott, ist das schlimm. Oh Mann, dieser blöde Stachi. Das dreht sich auch so richtig fett zu mir, ey. Okay. Ich bleibe jetzt hier stehen immer. Wow. Oh Gott. Nein. Ich hasse dieses Level so sehr. Kann ich das hier irgendwie überspringen? Leider habe ich keine Mütze mehr. Mützenlose Quests hasse ich am meisten. Wenn ich das mal so sagen darf. So, den habe ich übersprungen.
Und... Woo. Gott, ich hab's so geschafft, ey. Oh. Okay. Oh, woo. Oh Gott. Da muss man wirklich mittig bleiben. Sonst stirbt man hier. Okay. Das ist das. Oh Gott. Ja. Lass mich hier raus! Lass mich raus aus der Irrenanstalt! Ich brauch das nicht! Außer hier sind noch Münzen unterwegs. Aber ich glaube eher weniger. Scheiß drauf. Es dürfen die drei gewesen sein, die noch fehlen. So. Endlich. Ach, wie kann man diese Stellen nur lieben, ey? So, hier drüben gibt es noch was. Zwei Dinge, die uns noch fehlen. Genau hier. Also das eine hat mit dem hier zu tun. Da hinten. Okay, ist das. Das ist das? Easy peasy. So. Das nächste ist auf irgendeiner Insel hier hinten. Warte mal, warum dann nicht schon? Ne, ich guck falsch. Das ist da hinten. Ah, Captain Toad. Ist doch irgendwo so ein. Feuerball-Dingsbums. Ich brauche so ein Feuerball-Dingsbums, um zu Captain Toad zu kommen. Aber hier gibt es keins, oder? Warte mal. Ist da oben irgendwo ein? Wenn ich nämlich den da oben nehme, habe ich vielleicht eine Chance zu gewinnen. Boah. So. Paprika! Vorsicht vor dem Gemüse. Es mag gesund sein, aber hier ist es gefährlich für dich. So, jetzt gehe ich nach unten. Mit der Hoffnung, dass ich hier nicht. Nee, das schaffe ich. Ja. Das kann ich nämlich darüber. Da muss ich die ganze Zeit hin. Hi. Und das, meine lieben Leute, ist das, was Niru so einem Personalie-Opfer nennt. Wie komme ich jetzt hier weg? Genau, deswegen ist er ein Personalie-Opfer. Der hat keinen Plan vom Leben. wo geht's denn hier hin? Okay, es geht also hier hoch. Auch nicht schlecht. Hallo. Da wäre sogar hier hochgekommen. Wa. Au. Wie ich da nicht hochkomme, ey. Als ob ich keinen Drehsprung machen kann. Jetzt bin ich hier. Ah ja, ich muss zum Topf. Das fällt mir gerade noch ein. Ich
Ich weiß nicht, was da oben ist, aber da ist irgendwas. Oh, na toll. So klein. Ja klar, übertreibe. Ja klar, übertreibe hart. Na, oh, und dann springe ich auf dieses blöde Gemüse. Oh ja! Ich hab's geschafft, ey. Nimm das, das, das. Der Mond gehört jetzt mir. Platsch. So. Da drüben gibt es auch noch was. Und da bin ich gerade hier in der Blickrichtung genau richtig. Irgendwas ist hier. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Oder? Das weiß ich eben nicht. Was ist das? Was ist hier? Hier unten. Direkt hier auf dem Berg. Ah, okay, da muss ich hin. Da auf diese kleine Zunge da. Oh, ich sehe es. Das ist das Bild. Das Bild! Sieht so aus, als muss ich zum Ozean zurückkehren. Ich mache uns hier halt mal ein Foto, damit ich das wieder finde. Ich habe von den letzten keine Fotos gemacht. Stattdessen habe ich mir die Bilder nochmal angeguckt und um dann festzustellen, wo sie sind. Aber hier brauche ich mal ein Foto. So, das ist es. Hier sind zwei. Wenn hier an derselben Stelle zwei sind, dann kann das nur eins bedeuten. Hier ist noch eine Quest. Mit Türen. Oh nein. Wobei es auch was Gutes bedeuten kann, weil dann wissen wir, wo die letzten Münzen vielleicht sowas sind. Okay. Hier ist Käse. Deswegen brauchen wir diesen Hammer, Bruder. Mit der Pfanne. Hallo, Pfanne. Fanny Frisch. Fanny Frisch. Hallo, Fanny Frisch. So. Eigentlich haben wir den Part wirklich damit beendet, dass wir mit dem Hammerbruder eingestiegen sind und eigentlich mit dem Hammerbruder weitermachen wollten. Aber das war genau dieser Part, der es nie geschafft hat. Er konnte vom Player gelesen werden, aber er konnte nicht von irgendwas anderem gelesen werden, weil zu kurz. Okay, das ist das. Da gibt es hier hinten was. So ist es ja. Hi! Ho! Da ist es. Das ist das erste Horror auf die Käsefelsen. Ich weiß nur nicht, ob es hier noch irgendwo, in dem Personal die Opfern, noch Münzen nehmen. So, das war der, den habe ich mit der Pfanne gekriegt. So, bloß nicht sterben, bloß nicht sterben. Bloß. Alles soll bloß nicht sterben. Da hinten ist einer. Kann auch noch einer sein. Aber hier sind auf jeden Fall keine Münzen. So, den habe ich eingesammelt. Dann dürfte es hier noch was geben. Dachte ich jedenfalls. Und wenn, dann war es wirklich nur die Treppe für hier, die es nicht mehr braucht, als ich den Mond jetzt schon habe.
Kannst du mal richtig werfen, nicht wie Binner Typ? Okay, da ist nichts. Und die Treppe davon. Dann ist es da hinten. Wie der wirft, ey. Das ist wirklich nichts. Dann hier irgendwo. Letzte Wahl. Also langsam gehen mir die begehbaren Dinge aus, ja. Als ob. Das war mal ein Cheat. Ausgrabung in den Käsefelsen. Au. Gibt's ja sonst noch was da unten? Nur Boden, ja. Das war's? Offenbar ja. Lass uns abhauen. Wir sind hier. Wir sollen ja nicht dringend länger drin sein als nötig. So, das nächste wäre hier, das wäre das Bild. Und hier vorne gibt es noch was. Wenn ich wüsste, was das ist. So, wie viele Münzen habe ich jetzt? Liste. Ich brauche noch 6. Das. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich muss das doch mit dem Käse machen hier. Als ob ich das wirklich machen muss, ja. Und mit denen kann ich das nicht machen, ne. Weil die schmeißen Feuerbälle. So, der Fun-Typ war hier. Wenn ich von dort aus nach unten gehe und zurück zum Start oder sowas ähnliches. Also ich muss einfach nur hier hin und dann komme ich da hinten hin. Yep. Aber, jetzt kommt das große Aber, hier ist nichts. Kein Pfannenbruder, kein irgendwas anderes. Nur halt der Weg nach da hoch. Der Eingang zu den Vulkanhöhlen. Warte, wo haben wir? Die sind auch noch Feuerviecher. Aber nur Feuer, warum nur Feuer? Weil die eine Pfanne haben. Ich muss einfach nur dahin, wo ich eben war. Das war hier drüben. Und von dort aus muss ich mich dann mit dem Vieh nach unten kämpfen. Und das wird schwer. Hä? Naja, zu, genug gehät. Ich habe den Weg gefunden. So, jetzt muss ich den Berg da runter und dahin. Okay. Kann man da nicht irgendwie eine Abkürzung benutzen? Moment. Das habe ich völlig vergessen. Und wer du tötest mich selbst. So, dann muss ich einfach nur da hoch. Auf der anderen Seite von dem Dorf muss ich da jetzt runter. So. Jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich irgendwie zum Start kommen. Oh, bloß nicht abrutschen, Hammer. Bloß nicht voll rutschen, runterrutschen, Bruder. Und bloß nicht von den Goombas erwischen lassen. Genau so macht man das. Wie
komme ich da jetzt hin? Scheiße. 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 Ah, das war nicht richtig. Ich glaube, es war der falsche Weg. Der hat sich jetzt gegabelt und ich habe den falschen genutzt. Na gut. Aber bisher war es alles richtig. Das hätte wohl gerade nicht passieren dürfen. So. Hoch, runter, hoch. Runter, runter, hoch. Dahin. Geh mir aus den Augen! Ich will dich nicht, Hase. Der Hase, der läuft mir einfach so in die Arme, so ungefähr, so wie, ey, du kriegst mich eh nicht. Und so, oh, ich bin die Arme gelaufen. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss dahin, genau. Die Insel da. Zwischenstation. Uah. So. Jetzt hier vorbei. Und jetzt bin ich da. Das müsste es sein. Aha! Geil! Schatz unter dem Käsefelsen. Tschüss, Mann, ich brauch dich nicht mehr. Ja, so nutzt man Freunde aus. Genauso. Okay. Da ich jetzt aber nicht mehr weiter weiß, wo noch was sein könnte. Boah, bloß vorsichtig, es ist heiß. Da ich jetzt nicht mehr weiter weiß, werde ich jetzt mal ganz kurz nachgucken, wo sich die letzten Münzen befinden. Also sehen wir uns gleich wieder. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich rausgefunden, wo die nächsten Münzen sind. Dafür muss ich bei einem Ort Ausschau halten, wo so eine Brücke ist. Da müssen wir... Hoppala. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Na egal. Wieder nach oben. So. Und zwar müssen wir einfach so ein Lava-Fuzzi uns holen. Dann müssen wir da so hin. Und dann müssen wir... Da sind wir jetzt. Und dann gehen wir jetzt nach da. Platsch. So, und dann müssen wir wirklich da unten hin. Und brauchen noch... Oh nein! Eine Münze. Wir brauchen wirklich noch eine einzige Münze. Okay, warte mal. Dann gucke ich mal wieder weiter. Ich suche mal hier rum. Ich hatte das meiste gefunden. Warte, Tomaten, die habe ich, sehe ich jetzt. Wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Ich bin jetzt absolut ratlos. Nein, das ist so schwierig. Ich gehe mal in den Vulkan. Wobei ich nicht glaube. Ich gehe mal einfach mal dahin. Wo ist denn der Fuß des Vulkans? Hier. Oh, Kamikaze. So, dann gucke ich einfach mal hier rum. Nee, ist auch trotzdem nicht. So, wo fliegt er als nächstes hin? Nee, das ist ja vollkommen falsch, oder?
Ah, hier. Da war er nämlich gewesen, das hat er eingesammelt, ja. Und dann ist er hier hochgeklettert. Au. Und von dort aus ist er hier weitergeklettert und dort gab es diese Viererreihe. Von dort aus ging es dann weiter nach da. Au. Habe ich schon gesagt, dass ich Profi beim Sterben bin. Jetzt wisst ihr's. So. Nochmal von vorn. Paprika! Ich hasse Paprika. So, einmal hier hoch. So, und dann sind wir hier. Okay. Gibt es hier nämlich irgendwo noch so ein Ding, das sich dann gleich drehen wird? Geh mal hier hin. Hüpf. So. Hier gibt es drei, aber wie hier vermutet, habe ich das Zeug schon. Au. Das klingt zwar jetzt völlig neben der Spur herbeigezogen, aber ein Versuch ist es wert, dass ich da was übersehen habe. Bleib stehen! Als ob 100%. Endlich, wir können weiterreisen. Wir können weiterreisen. Beziehungsweise müssen wir noch mal ins Meer. Denn dort geht es jetzt nämlich weiter. Alter, und dafür habe ich lang gebraucht, ja? Dafür habe ich lang gebraucht. Wir können weiterreisen. Endlich. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Jetzt können wir in Bowsers Land reisen. Einen Moment mal. Der Kerl hat auch noch sein eigenes Land? So, dann geht es, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ins Küstenland. Denn dort wartet nämlich noch ein Mond auf uns. Können wir wieder überspringen. Sehr schön. Da er sich die Mühe gemacht hatte, den Schlemmereintopf mitgehen zu lassen, hatte wohl einige Gäste zu beköstigen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, anrempeln. Bist du schon mal gesprungen und hast dir gedacht, du würdest gerne etwas weiterkommen? Dann probier mal das. Drücke in der Luft ZL und dann Y, um einen Anrempler auszuführen und eine größere Distanz zuzulegen. Es wird dir bestimmt weiterhelfen. Mache ich zwar immer die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll, damit ich deinen Kommentaren entkomme, aber okay. Gut, jetzt müssen wir rausfinden erstmal noch am Ende des Parts. Wo ist dieses verdammte Ding? Also, wenn wir das uns richtig ansehen. Ja, der SD-Card ist voll. Dann kann ich mir denken, wo das ist. Ist irgendwo dort.
Und mit dort meinte ich, das könnte hier in den Riff sein. Das ist eine Vermutung. Da müssen wir den Fisch hin. So, gib mir mal den Fisch. Ich glaube, wir haben es gefunden schon. Das könnte hier sein. Dann muss ich hier hin oder so. Tatsächlich! First try! Geil. So, dann haben wir es jetzt durch. Da werden wir dann nur noch das Zeug abkaufen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Schlemmerland. So. Schweni. Wie er sagt. Schweni. So, da sind wir wieder im Schlemmerland. Da gehen wir nämlich wie folgt wohin. Und zwar hier. Nachdem wir uns um die Probleme hier gekümmert haben, müssen wir nur noch die ganzen Souvenirs abkaufen. Wiedersehen macht Freude, deswegen. Und... Muss ich denn jetzt sehen? Hä, was ist denn jetzt passiert? Kann ich sehen? Wo ist denn die Gebäude? Ach so. Hahaha. Ah. Ich und meine Orientierung sind. Als ob. So. Dann. Kaufen wir mal alles auf. Oh, Picasso.